Hey Leute und herzlich willkommen zu der ersten Folge Neon Games. Yeah! Dabei spiele ich Survival Games in Neonfarben. In diesem super secret Setting da. Auf Hilfe bin ich jetzt heute. Ich werde den Server aber auch öfters wechseln. Eventuell auch irgendwelche Challenges da reinmachen. Weil ich bin ja der PvP-Pro, wie jeder weiß. Ich werde garantiert jetzt auch heute die Folge gewinnen. Ist jetzt einfach gerade spontan entstanden. Sauber, direkt zwei Dias. Und ich will direkt jemanden schlechten. Erstmal ein Sidekick geben. Das ist immer das Beste. Das größte Problem hierbei ist jetzt wahrscheinlich, dass ich die Waffen von anderen Leuten nicht erkenne. Das heißt, sie könnten jetzt theoretisch ein Dia-Schwert haben, aber haben wahrscheinlich dann ein Holzschwert oder so. Und unter Wasser ist es sehr dunkel. Ist generell sehr dunkel. Ich glaube, ich muss das nachher die Helligkeit hochdrehen ein bisschen, damit ihr überhaupt was sehen könnt. Hier, das ist jetzt eine Steinaxe, wie man dann im Inventar sieht. Steinschwert, sauber. Hauptsache, wir haben zwei Dias. Ich habe normalerweise auf jeder Map gar keine Route. Das Komische ist einfach nur Zufall, dass ich hier jetzt irgendwas gefunden habe. Ich habe für zwei Dias, ich kann das nicht glauben. Vor allem das Krasse ist, ich hatte gerade eben schon mal eine Aufnahme, die ist aber gefailt, wo ich zwei Dias hatte. Und ja, zur Info, das am gleichen Tag aufgenommen, wie das komische Video mit dem Hardcore Island Dings, bla bla. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, Link dazu sollte eventuell in der Videobeschreibung sein, sonst guckt einfach auf meinem Kanal vorbei. Oh. Ja. Da ist mein Bogen da. Oh scheiße, ich habe nur noch 28 Minuten in der Stevenage. Nein. Da unten kommt jemand. Ich habe keine Ahnung, was der für ein Gear hat. Der hat besseres als ich wahrscheinlich. Ich gehe jetzt einfach. Nee, warte, ich geh grad. Öffne den anderen Server. Dann gehe ich kurz in eine Runde Quick Survival Games. Achso, ich bin ja bei Bed Wars, okay. Die da Menschen. Eine Minute noch. Dann geht's los. Ich weiß selber nicht so ganz, wieso ich das Projekt hier mache. Ganz gewiss nicht, weil ich der PvP-Pro bin. Nee, aber ich muss. Ich habe jetzt hiermit noch ein Video vorproduziert, habe noch eine Folge Hexlash Mine und dann habe ich noch das Video, was ich dann produziert habe schon heute. Hexlash Mine 2 habe ich schon produziert, ist aber schon ein bisschen her. Jetzt seht ihr das hier. Das Problem ist, dass andere Videos ziemlich viel zu schneiden wahrscheinlich. Also relativ viel, weil da ist mir mittendrin die Aufnahme abgekackt. Dann habe ich Fraps 4 Outer City gestartet und so. Also ich musste relativ viel synchron cutten. Ich hätte gerade fast kacken gesagt. Ich musste relativ viel synchron kacken bei einem Video. Das ist das Problem. Ja, ich könnte auch nächste Folge mal versuchen, Shader mit hier reinzupicken. Zu pingen, ja. Das Problem ist jetzt hier, die Kisten sind hier komplett anders. Das heißt, ich habe keine Ahnung, ob hier eine Kiste in meiner Nähe ist. Wahrscheinlich schon, aber ich sehe sie einfach nicht. Doch, da ist eine. Oh, jo, da ist richtig viel Stuf drin gewesen, aber ich kann nur wenig davon gebrauchen. Ach du Scheiße, hier wird schon geprügelt. Ey, das finde ich nicht gut. Ach du Kacke, explodiert schon alles. Gar nichts machen.
Alter, hier wird sich schon geprügelt. Als oh nee. Oh nee. Nee, nee, nee. Nee, nein, 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 ich bin tot. Ich bin so des Todes. Ich bin des Todes. Ich bin des Todes. Ich bin des Todes. Verprügelt euch gegenseitig, aber nicht mich. Aua. Ich bin so des Todes. Oh, der hat mich jetzt, der hat mich. Ich ver. Das ärgert so kurz, glaube ich. Was kann ich denn jetzt noch spielen? Dann spiele ich mal eine Runde Ender Games. Das wird jetzt wahrscheinlich richtig lustig. Ich sehe gar nichts. Oh. Hier war jetzt noch frei. 20 Sekunden. Okay. Okay, kann man verkraften. Jo. Ja, jetzt bin ich am Brennen. Generell ist es ziemlich schwer, hier irgendwas zu sehen. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich generell nur mit Helm spielen soll oder ob ich mir eventuell selber eins machen soll. Ich weiß nicht so kurz, ob ich das kann, aber ich könnte es mal versuchen. Sieht das aus, wenn ich auf Düster stelle? Auf Düster ist es sogar heller. Okay, ich lasse auf Düster jetzt mal kurz. Ja. Dann raide ich hier alles durch, fett. Also ich will auf keinen Fall 10 Minuten am Aufnehmen. Weil ich habe vor 10 Minuten habe ich noch nicht aufgenommen, das weiß ich. Es war hier fett die komplette Kiste gelootet, bis auf die. Hä, was geht denn mit dem falsch? Ich werde einfach die Sachen da durchgezogen. So. Es wird direkt die Insider an der Seite abbauen. Ich kann auch nicht sehen, wie weit ich bei Insider am Abbauen bin. Ich habe auf jeden Fall schon relativ guten Stuff. Mir jetzt auch noch nicht so wirklich. Ich meine, die Kuh hier schlecht. Kuh, du bist tot. Fertig. Die ist nicht des Todes, sie ist einfach nur tot. Ach du Scheiße, wie sieht das denn hier mit aus? Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich vielleicht auch mal hier mit einer Runde Hardcore Island aufnehmen soll. Hallo, verpiss dich. Ha, easy going noob. Finden wir jetzt auch nichts. Uiuiui. Jetzt aber weg. Jetzt aber weg. Ach Gott. Ach Gott, oh Gott. Ach Jod, oh Jod, oh Jod. Ach du heilige Scheiße, das ist ja wirklich krass hier. Crazy Bunacke. Hauptsache erstmal ins random Zeug labern. Hä, wo ist denn der Typ? Steckt der in dieser Falle oder was macht der? Ach, da unten ist er. Da ist er ja. So, jetzt haben wir wenigstens noch eine gute Runde hier drin. Ich habe keine Ahnung, was der für ein Schwert hat. Und ich habe auch nicht so die krassesten Kenntnisse, dass ich jetzt bei dem Schaden erkennen könnte, was er für ein Schwert hat. Er hat wahrscheinlich ein Steinschwert oder so. Ein Eisenschwert. Vielleicht hat er ein Eisenschwert. Wahrscheinlich hat er ein Eisenschwert. Ich weiß aber auch nicht, was er für Rüstung hat. Er hat es kurz geleckt. Nein, nein, nein. Ey, ich stecke in den Block fest. So, okay. Nach dieser komischen schlechter Runde würde ich dann sagen, das war's von der
Aber ich könnte noch eine Runde Quick Survival Games. Komm, pack mir noch eine Runde Quick Survival Games drauf. Neon Games. Einfach irgendwelche random scheiß PvP-Sachen innerhalb von, keine Ahnung, 15, 10 Minuten ungeschnitten. Das ist Neon Games. Da kann man richtig sehen, wie krass ich bemüht bin um mein Gameplay. Mhm. Wie gerade eben auch. Ich bin dafür zu faul, um Gameplay aufzunehmen, oder zu dumm. Ja. So, ich bin gerade am Überlegen, was ich noch sagen soll. Wahrscheinlich gar nichts. Ich halte einfach meinen Mund, dann freuen sich alle. Was spielen wir jetzt? Ach so, Quick Survival Games. Genau. Okay, Survival Games, da bin ich so unglaublich schlecht drin, wie man schon sieht. 0,44 KD. Lauf bei mir! Schlecht Stats. Siegwahrscheinlichkeit 0%. Ja. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Ist das eine Kiste? Ich weiß nicht. Lüster bringt es doch nicht so ganz. Aber mal wieder habe ich natürlich keine Waffe bekommen. Und schon wieder keine Waffe. Natürlich, ich bin direkt tot. Natürlich kriege ich Quick Survival Games nie eine Waffe. Das ist doch logisch. Oh Mann, ey. War jetzt eine Minute. Hm. Sind zu wenig Spieler drin. Clean Room. Ich hasse Server, aber ich spiele jetzt einfach nochmal. Läuft bei mir immer 5-6 Runden und ich habe alle total verloren. Das Problem ist wahrscheinlich bei Ender Games habe ich relativ knapp verloren, weil ich nicht weiß, was er für eine Rüstung hat. Ich bin davon ausgegangen, dass er. Nee, oder? Ich bin davon ausgegangen, dass er eine Liederrüstung komplett hatte. Seltsamerweise ein Holzschwert hatte. Dann hätte der mich aber nicht so leicht geklatscht. Hätte wahrscheinlich Eisenschwert und jetzt Goldrüstung oder so. Er hat auf jeden Fall relativ gute Rüstung. Und ein Schwert hatte der auch, also relativ gutes Schwert hatte der zumindest. Wobei ich den denke ich, wenn er eine Lederrüstung gehabt hätte, auch K.O. gehabt hätte schon. Unser Pech. Ich hätte vielleicht auch nicht. Ich hätte vielleicht nicht komplett unregeneriert da drauf gehen sollen. Jetzt könnte ich schon 15 Minuten aufnehmen, ich weiß aber nicht genau. Deswegen spiele ich jetzt noch hier die Runde, die wird wahrscheinlich eben so 30 Sekunden lang sein, kürzer als der Countdown. Da ist eine Map. Zu wenig Team Room reingestreut. Keine Ahnung. Vier rohes Fleisch, wahrscheinlich richtig gute Kiste. Aha. Gott. Aha, eine Waffe. Wir haben eine Waffe. Das muss gefeiert werden. Was hat der denn bitte für eine Rüstung? Dass er das überlebt hat. Er muss wahrscheinlich eine Nierbrustplatte oder so gehabt haben. Wahrscheinlich bin ich voll scheiße in PvP von meinen Quick Survival Games. Ich würde sagen, das war's für diese Runde Neon Games und bis zum nächsten Mal. Yeah!